Große Auszeichnung für die Stadtbau Würzburg. Aus den Händen von Mentor Ranga Yogeshwar erhält Geschäftsführer Hans Sartorius in Essen den Innovationspreis Top 100. Die höchste Auszeichnung für zukunftsweisende deutsche Unternehmen. Der Preis wird in diesem Jahr zum 24. Mal an 262 Unternehmen des deutschen Mittelstands in drei Größenklassen verliehen. Dass wir jetzt zu den Top 100 gehören, das hat uns überrascht und umso mehr freuen wir uns natürlich. Und die Mitarbeiter freuen sich natürlich auch, weil die sehen natürlich, dass das, was sie über ihren Alltagsjob hinaus machen, über dieses praktisch Standardgeschäft hinaus, mehr Zeit, um in Projektgruppen mitzuarbeiten, sich Gedanken machen, immer wieder auch gefordert zu sein, sich einzubringen, dass sich das halt in so einem Preis dann auch auszahlt. Über 4000 Unternehmen hatten sich bei Compa Media für die Auszeichnung beworben. Nach der ersten Runde wurden die übrigen Kandidaten einer detaillierten wissenschaftlichen Prüfung durch Professor Dr. Nikolaus Franke und seinem Team unterzogen. Er ist wissenschaftlicher Leiter von Top 100 und Leiter des Instituts für Entrepreneurship und Innovation an der Wirtschaftsuniversität Wien. Ich glaube, die Top 100 Unternehmen zeigen deutlich, dass Innovation immer wichtiger wird und dass man auch mit Innovation Wettbewerbsvorteile realisieren kann, heute und vor allem die von morgen. Und ich glaube, was wir auch sehen, ist ein gelebtes Open Innovation. Wir haben sehr viel Austausch. Die Top 100 Unternehmen befruchten sich, wenn ich das so sagen darf, wechselseitig, tauschen Erfolgsrezepte aus. Da werden Geschäftsbeziehungen angebahnt. Da kann man lernen voneinander. Gerade auch die Inspiration zwischen unterschiedlichen Branchen, die vordergründig gar nichts miteinander zu tun haben, findet hier sehr intensiv statt. Die Stadtbau hat sich seit 2011 dem Thema Innovation verschrieben. Dabei werden besonders die 80 Mitarbeiter aktiv einbezogen. Und das würdigte auch die hochkarätige Jury aus Politik und Wirtschaft. Innovation heißt nicht nur die gute Idee zu haben, sondern auch in der Lage zu sein, sie wirklich auch umzusetzen, sie ökonomisch umzusetzen, sie umzusetzen mit den anderen Menschen zusammen und natürlich auch, ich sag mal, etwas zu haben, was am Ende in gewisser Weise langfristig hält. Das ist ein komplexer Prozess und insofern sage ich, das ist eher harte Arbeit und nicht so ein Yuppie-Begriff. Das innovationsfördernde Top-Management, gelebtes Innovationsklima sowie durchdachte Prozesse und Organisation brachten dem Würzburger Unternehmen die Auszeichnung Top 100. Also Deutschland lebt nicht von seinen Rohstoffen, Deutschland lebt auch nicht von seinen niedrigen Arbeitskosten, sondern unser Land und auch insbesondere Würzburg ohne Schwerindustrie, unsere große Industrie, lebt davon, dass wir innovative Unternehmen haben. Insofern ist es ganz toll, wenn auch ein 100% kommunales Unternehmen auch und zu den innovativsten Unternehmen unseres Landes dazugehört. Fast alle der prämierten Top-Innovatoren kommen aus der freien Wirtschaft. Aus den klassischen Bereichen des Mittelstands, wie zum Beispiel Elektronik, Industrie oder Kfz-Zulieferung und sind zum Großteil Inhaber geführt. Wohnungsunternehmen oder kommunale Gesellschaften werden dagegen seltener ausgezeichnet. Gerade das zeigt, dass die Würzburger Vorreiter in ihrem Geschäftsfeld sind. Das Ziel von Hans Sartorius ist, Wohnung und Wohnen miteinander zu verbinden. Wir haben diesen gesamten Prozess von Anfang bis zum Schluss durchdigitalisiert. Diese Digitalisierung der Abläufe macht das Tagesgeschäft viel schneller. Und durch dieses Schneller haben wir mehr Luft, um uns konkret dann wiederum mit den Anliegen unserer Mieterschaft zu beschäftigen. Ja, mit Themen, die man eben nicht digital abbilden kann, wo es um die Nähe zwischen Mensch und Mensch geht. Ja, und das sind die Dinge, die wir jetzt im Moment auch schon spüren. Der Weg der Innovation geht weiter und daran sind die Mitarbeiter aktiv beteiligt. Die nächsten Grundsteine sind bereits gelegt. So sollen zum Beispiel die Abläufe auf den Baustellen besser miteinander vernetzt werden. Die Stadtbau Würzburg möchte so ihre Vorreiterrolle als innovatives Wohnungsunternehmen ausbauen.